The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Universal Championship. Und wie versprochen, jetzt wird's schwer. Es geht um den Universal Heavyweight Championship. Und damit auch herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum diesjährigen WrestleMania Orakel hier bei Last Gaming und gleichzeitig auch bei WWE 2K18. Und wir spielen den Big Dog Roman Reigns, weil ich ganz einfach vermute, dass Brock Lesnar den Titel abgibt, weil er einfach nur mal zur UFC wechselt. Er möchte ja seinen WWE-Vertrag, glaube ich, nicht verlängern. Auf jeden Fall möchte er wieder zur UFC wechseln. Und ja, deswegen denke ich einfach, dass der Titel wechseln wird. Er muss nicht wechseln. Aber vielleicht wird da doch eine Überraschung, dass er nicht wechselt. Aber ich gehe doch davon aus, dass er wechseln wird. Paul Heyman natürlich an seiner Seite. Auch hier bei unserem Orakel, falls er doch entscheidend eingreifen wird. Das sehen wir aber gleich. Und da ist der Gürtel. Knallrot. Introducing the challenger. From Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, Roman. Introducing the champion from Minneapolis, Minnesota, weighing in at 295 pounds. He is the WWE Universal Champion, Brock Lesnar. Don't even think about going anywhere. Also ich hätte ja schon absolut gar keinen Bock, im Wrestling-Ring Brock Lesnar gegenüber zu stehen. Aber wenn man sich vorstellt, in einem Käfig mit dem Kerl bei MMA, wenn es wirklich darum geht, den anderen K.O. zu schlagen. Gut, er hat natürlich auch schon einiges auf die Fresse bekommen, aber um Gottes Willen, ey, ich würde sterben. Also, darf ganz davon ab, dass er mich einfach umbringen wird. Ich würde mir vorher schon, vor Panik würde ich schon sterben. So, aber jetzt kontern wir Lesnar erstmal. There's a lot of people who say he can't, but I actually kind of like his chances. Und schön Samoan Drop. Und Lesnar rollt sich direkt nach draußen. What do you feel the champ needs to watch out for in there? Wir folgen ihm direkt. Know what's at stake here. The champ wants to retain the United States Championship, while the challenger wants to crown a new king. Hoch zur Powerbomb. Look, I know it's easier said than done, but he just needs to use his ring experience. Und wieder gegen den Ring. Auf dem Boden. Remain the champion in this one. So. Er wird schon rechtzeitig wieder hochkommen. If there's a finishing move that can end an opponent's existence once and for all, it's the F5 from the Beast Incarnate. The move shows Lesnar's power and true disdain for humanity. Super Schlag. Harter Whipping. Aber schlechtes Timing von Lesnar. Wir schicken ihn in den Ringecken und Snake Eyes. Zack. Absorbing some offense here. Many see him as one of the greatest champions. Und jetzt kommt nochmal Konter von Lesnar. Is his chance to prove it. Und jetzt kommt er von uns. This is just a little bump in the road for him here. Nothing to worry about. Und Paul Heyman mischt sich zum ersten Mal ein. Und das haben wir direkt auch zu spüren bekommen. Ja, aber jetzt kontern wir wieder, aber wir haben keinen Konter-Move mehr. Zwar schon unseren ersten Signature schon. Aber noch keinen Konter-Move mehr. Ja, es könnte ein bisschen lang dauern, der Jubel. This might be it. Und der Signature geht sogar durch. Crucifix Powerbomb. Roman Reigns smashes that one. Schönes Ding. Looking good now, guys. Brock Lesnar's just getting overwhelmed. Aber es ist Brock Lesnar, von daher. Watch out, Roman Reigns is on the attack now.
Und Lesnar schickt uns in die Ecke. Wir kontern. Und ich greife zu kurz, aber der zweite Griff, der geht noch rechtzeitig an den Mann. Roman Reigns is absolutely on fire right now. So, schicken wir Lesnar mal unten rechts an die Barrikade. Und hauen direkt mal einen OMG-Moment raus. Weg Paul Heyman mit dem Spear durch die Barrikade. So. Wir brechen mal das Cover, beziehungsweise das Auszählen. Count. So, wir ruhen uns jetzt mal ein kurzes Stück aus. So, jetzt kann es eigentlich schon weitergehen. Ups, whoop. He might need glasses, Cole. His eyesight is clearly compromised. Ist ein Heyman. Böse gegen den Ringpfosten. Und nochmal. Hoch mit Lesnar, aber Lesnar wird wahrscheinlich seinen Ring werfen. Ja, das könnte ich schon denken, weil er nämlich noch alle Kontermoves voll hatte. Aber naja. Der Zustandsbalken oder wie auch immer der richtig genannt wird von Lesnar ist ja doch schon arg geschrumpft, aber seine Körperanzeige ist noch nicht sonderlich angeschlagen. Ja, Superplex. Aber momentan sind wir gut am Drücker. Lesnar bekommt nur wenige Chancen. Wieder ein bisschen taunten. Obwohl sonderlich viele Fans hat Roman Reigns ja stellenweise schon, kann man sagen, leider nicht. Ja, Samoa Drop diesmal zu kurz angesetzt, aber dafür ein harter Uppercut. Showing very few signs of life here. Yeah, there's no way he comes back from this. Might as well ring the bell now. Konter von Lesnar und ja, jetzt kommt wieder Konter von uns. Und Superman Punch von uns. Ich gehe nicht davon aus, dass der Finisher jetzt schon reicht. Paul Heyman hat einen Stuhl in den Ring geworfen und lenkt es jetzt wieder ab. Dass wir auch wieder zu spüren bekommen. Aber lässt er immer noch keinen Signature. Aber auch nicht mehr weit davon entfernt. Oh, das ist zu spät. Dann entfernt super den Stuhl. Werft einfach, Stuhl, wirft nochmal den Ring. So, jetzt bekommen wir aber gerade ein bisschen heftig auf die Schnauze. Auch wenn er jetzt nur mal wieder das Genick dehnt, aber trotzdem. Jetzt kontern wir dafür. Mit einer Clothesline. Ringschein wieder den Stuhl, er schmeißt ihn wieder auf den Boden. Er passt ihm einfach nicht, der Stuhl. Es ist nicht sein Stuhl, er will ihn nicht. Hallo. Oh, Slingshot, wollte ich einen Schnitt. Aber egal. Und Heyman wieder am Ring. Wieder ist. Oh, diesmal hat der Ringschein den Stuhl doch nach draußen bekommen. So, Lesnar hat einen Signature, den wir aber gekontert bekommen. Kein Suplex City heute. Und wieder ein Superman Punch. So, geht der Spear durch. Spear geht durch. Geht das Cover auch durch. Eins, zwei, drei. Kann man machen. Gott sei Dank kein so Squash-Match wie Goldberg-Lesnar. Aber jetzt auch nichts Spektakuläres. Gut, in 2K18 ist Reigns der stärkste Wrestler.
Ich kann jetzt auch nicht mehr sagen, wie viel er hat, aber hat auf jeden Fall auch mehr wie Lesnar. War jetzt aber trotzdem weniger spektakulär eigentlich. Aber es gibt böses Blut. Ich habe unterbrechen gedrückt. Aha. Ja, dann unterbreche auch. Dann nehmen wir erstmal den Tisch auseinander. So. Komm her, Lesnar. Einen Finisher haben wir eh noch parat. Schickt man erstmal grob in die Richtung. He is a one-man gang in there. Lesnar looks to be finally feeling the effects of this attack. Da je. Das gibt's nicht. Das war's das wieder. Die Zeit nochmal ab. Es ist. Ah, ich. Oh. Oh. Hallo und willkommen zurück. Es geht mir so dermaßen auf den Zeiger. Ich will den Scheißtisch da draußen kaputt bekommen. So, es wird jetzt wahrscheinlich genauso wie eben bei dem Match. Es wird kurz. Die Bolton Brothers, die haben wir schnell da. Hat Luke Harper und Rowan ein bisschen was dagegen. Vielleicht jetzt will ich es auch schnell beenden. Ich will einfach nur Lesnar durch den Scheißtisch befördern. Watch out, Roman Reigns is on the attack now. Take a moment to discuss Roman Reigns. What, if anything, can he do to overthrow the current champion? You can feel it in the air, Michael. With the international title on the line, this crowd is absolutely electric. Und Heyman kommt direkt schon wieder. Hey, I think when the dust settles in this one, we very well could have a new champion. Just carrying the opposition here. But you can't carry your opponent all day. You gotta make a move eventually. Perhaps thinking something different now. Ja, dann mach doch was. Hey, it doesn't matter how you get out, just as long as you get out. No. When we talk about Brock Lesnar, we're talking about Animal. Kein belly to belly over to these suplex. Every level of competition he's ever had. An animal who will tear an opponent to shreds until there's nothing left. Ja, das war auch nix. Das dreht Lesnar ein bisschen auf. Mit dem Double X-Handle. Aber jetzt kontern wir erstmal. Schöner. Keine Ahnung, Flying Close Line oder was immer das war. War gut ausgesehen. Scheint, dass der Lesnar schon auf den Beinen, bevor wir den T-Shirt auseinandergebaut haben, also die Bildschirme rausgeholt. Byron Brock Lesnar is a destroyer. It's that simple. The Beast is a physical specimen. Superman Punch! He's looking good now, guys. Dann verlieren wir auch direkt unsere zweite Ausfallstufe, das ist mir jetzt aber total egal. Aha. Ich bin mal ein bisschen blöden Tisch kaputt. Uranage. So, unterbrechst du sicher halt mal den Count. Ausfallstufen weg. Wow. Erstmal wieder mit dem Ellbogen auf den Kopf. Nobody home for that one. No kidding. There weren't even any lights on. Oh, und wieder setzt Lesnar sein ganzes Gewicht ein. Jetzt können wir aber kontern. Roman Reigns saw that one coming. Schöner Body Slam auf den Stuhl, den Heyman
gerade seinem eigenen Schützling unter den Arsch geworfen hat. Clothesline in die Ringecke. Double Axe Handle. He's not going to like this. Roman Reigns is out to prove everyone else in WWE is a Superman Punch ist schon mal durch. He's back in control here. Brock Lesnar is getting overwhelmed. Spear. That should do it. Setz deinen scheiß Pin. So. Eins, zwei. Oh, diesmal kommt er natürlich raus. Wenn es schnell beendet, kommt er raus. Mensch, er geht mir mit dem Scheißstuhl auf den Keks. Oh, toll, ich bin genauso blöd wie der Ringrichter. So. Oh man, da hat sich die Haut geöffnet. In die Ringecke mit ihm. Wait a minute. Hoppala. Was fällt dir ein? Disqualification gibt's nicht. Der tatsächliche Stuhl hat nicht. Well, if he can't get back to his feet, you're absolutely right. Komm, was einmal geklappt hat, klappt auch ein zweites Mal. Konter von Lesnar. Oh, böser Clothesline oder Lariat. Lesnar is a beast in every way you can imagine. Oh. Komm, Suplex City. Nein, kommt nicht. Jetzt können wir kontern. Wieder ein Belly to Belly. He's lining him up. He can't withstand one bit more. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich in die Seile werfen. Wir rollen raus. Nein, wir rollen nicht raus. Wir rollen nur auf den Apron. Ja, das ist mal eine super Entscheidung, sich außerhalb vom Apron hochzuziehen. Und jetzt also zu stehen wie so ein Idiot. Ja. Oh! Ja, wir können aber leider. Das war ein Spear. Wir hatten einen Finisher. Ich wollte eigentlich einen Superman-Punch machen. Und Heyman lenkt natürlich ab. Versuchen es nochmal und gar keine Chance. Du scheiß Ringrichter. Kann ich einrollen? Kann ich. Eins, zwei, drei, der geht durch. Verarscht. Zweimal Pin, direkt bei 2 und bei 1 abgebrochen. Einroller, das war's. Hat er einen Superman Punch noch gekontert? Hier haben wir sein Suplex City gekontert. Und von hier direkt in den Spear. Was ich gar nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich einen Superman Punch machen wollte. So, wo ist der scheiß Stuhl? Oder war doch immer, ja, egal was. Es ist da nichts, weil Heyman den scheiß Stuhl schon. Geht er mir auf den Keks, ey. Doesn't show any signs of getting up here, guys. No, he's taking one heck of a beating, Michael. So, hoch mit dir. He wants no part of the outside. Plenty of force behind that elbow. Nein, da bin ich gar nicht drin. Showing very few signs Apron. Of life here. Auf den Apron, mein, hab ich's bei. Komm hoch mit dir. Roman Reigns can be a little over the top. Hallo. Sometimes. Connects with the championship. Oh man, that one landed square too. This could be it for him, guys. So. Yeah, he's on Dream Street. Komm, Lesnar. Und. Oh. Cut him in half. Here's his moment, Michael. Das war's. Wieder ein Doppelkampf. Im ersten nicht ganz zufrieden gewesen. Der zweite war jetzt auch nicht überragend gewesen, aber zusammen kann man es akzeptieren. Ein Kampf steht uns noch bevor. Der hoffentlich am Sonntag auch überhaupt zustande kommt, nämlich der Undertaker gegen John Cena.
wird The Phenom wirklich auftreten? Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt. Und ich hoffe, ihr schaltet auch jetzt zu dem letzten Match für das diesjährige Orakel ein. Nochmal vielen Dank und hoffentlich bis gleich. Ciao.